Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Tim Sarianidis und ich habe ein Buch geschrieben. Es heißt Der schwarze Wal. Warum mache ich diese Show? Ein paar Gründe. Erstens, das macht man heute ja wohl so. Das ist die Generation ich. So bei YouTube. Da sagen Leute, ich mache das so und so und so. Ich mache mein Make-up so und so. Ich sehe das, die politische Lage so und so. Und schwupps hat man 100.000 Leute. Das habe ich mir überlegt, das mache ich nach. Ich war die Generation X, No Future, plus Generation Ich ergibt Generation Bodenlos. Gute Abenteuer-Stories würde ich vorstellen. Mein Buch ist ein Abenteuerbuch. Es dreht sich um ein modernes U-Boot, das eine Zeitreise macht. Und das ist so ein bisschen fantastisch, aber auch sehr abenteuerlastig und ich möchte mich ein bisschen in diesem Genre umtun. Was gibt's an guten Stories? Was gibt's an Filmen, auch an Büchern? Das möchte ich hier ein bisschen thematisieren. So. Dann geht's natürlich um die Veröffentlichung meines Buches. Self-Publishing. Für Autoren interessant, die das auch mal machen möchten. Und für Unfallgaffer interessant, die mal sehen möchten, der Tim, im November bringt er sein Buch raus. Können wir eine Wette platzieren? Wie viel wird er schaffen in den ersten zwei Wochen? Ich tippe 6. Nein, ich glaube 8 Bücher. Schauen wir mal. Das ist ein hartes Geschäft, dieses Self-Publishing. Darüber möchte ich auch ein bisschen reden. Ich wollte schon im Juli anfangen, hier diesen Podcast, diese Show zu betreiben. Anzufangen, zu produzieren, aufzuzeichnen. Aber ich habe es nicht geschafft. 1000 Gründe. Unter anderem war ich im Urlaub in der Bretagne. Was soll ich sagen? Frankreich ist das schönste Land, das ich kenne. Ich finde, es gibt kein schöneres Land. Ich finde, das ganze Land definiert sich über Schönheit. Es ist so schön, dass man es bewusst hässlich machen muss, sonst könnte man es nicht mehr ertragen. Hier ein paar Beispiele. Ein Haus, total hässlich und wird noch von einer Straße durchquert. Ist das nicht schlimm? Oder hier, ein wunderschönes Haus, was hat man gemacht? Einen hässlichen Betontreppenbau daneben hingesetzt. Für die Hässlichkeit auch entscheidend waren die Deutschen. Gucken Sie mal hier, U-Boot-Bunker, Geschützbunker, schlag mich tot. Ja, so viel für heute. Ich fange also wirklich an und versuche diese Show regelmäßig zu produzieren. Einmal die Woche wäre schön, wenn ich es schaffe. Ich glaube, ich schaffe es. Ich will es zumindest schaffen. Ein Tipp für nächstes Mal, darüber können wir vielleicht dann nächstes Mal kurz reden. Ich habe eine wunderbare Abenteuer-Story als Film vorzuschlagen. Und zwar Walter Mitty mit Ben Stiller. Kennen viele schon, aber viele kennen es nicht. Es war kein ganz großer Hit, glaube ich. Es ist ein Hollywood-Film, aber es ist ein schöner Hollywood-Film. Er basiert auf einer Kurzgeschichte, einer, glaube ich, sehr legendären US-amerikanischen Kurzgeschichte, die sich auch im Netz finden lässt. Die ist nicht lang, die hat man in 15 bis 30 Minuten gelesen. Kann ich nur anraten, die kann man mal lesen. Die ist von Ende der 30er Jahre. Ben Stiller hat vor 3-4 Jahren ein modernes Update dieser Story verfilmt sozusagen. Unbedingt mal reinschauen. Bis gleich.